na bitte, dann herzlich willkommen, Frau Dörfer. Bitte sehr. Nehmen Sie Platz. Nun wollen wir in dieser Sendung über dies und jenes reden, aber es ist klar, dass wir an einem Tag, der nachrichtlich überschattet wird vom Tod von Jürgen Möllemann, natürlich auch wissen möchten, wie eine Politikerin darauf reagiert, dass einer der Berufskollegen nicht mehr lebt, sage ich mal mit aller Vorsicht, weil die Erkenntnisse ja noch gar nicht so sind, wie manche sie manchmal darstellen. Mit Schrecken. Schauen Sie, ich glaube, es ging vielen Kolleginnen und Kollegen heute Nachmittag so. Ich habe gerade mit dem Ausschusssekretär die nächste Ausschusssitzung vorbereitet und dann kam eine nette Kollegin, die hatte gerade im Radio gehört, dass die Nachricht kam, er sei abgestürzt. Das glaubt man zunächst gar nicht. Und dann erschrickt man, weil wenn sich's verdichtet, hat das natürlich schon eine doch ungeheure Bestürzung. Und zwar, jetzt, ich meine, wegen der Frau und der Kinder, was die jetzt durchmachen, und Sie haben gerade von Presse gesprochen, das ist ja auch nicht schön. Aber bei all den Implikationen ist es einfach furchtbar. Also eine menschliche Tragödie. Ja, es ist auch so abgegriffen. Ich denke, dass bei Jürgen Möllemann zeigt sich, und das macht einen natürlich als Politikerin auch sehr nachdenklich, und das habe ich bei vielen meinen Kollegen heute gespürt auch, wie nah das beieinander sein kann, die unglaubliche Beliebtheit und das Hochgejubeltwerden, die vollständige Einsamkeit dann, oder dieser unglaubliche Ehrgeiz, wo man einfach auch lernen muss, loszulassen. Sie meinen, dass das auch wachrütteln müsste, dass so ein Ereignis, was auch immer der Hintergrund ist, ob das nun ein Freitod war oder ein Unfall? Wo man wirklich nicht spekulieren kann. Aber ich denke schon, dass es Grund gibt zum Nachdenken, ob das eigentlich alles so in Ordnung ist, auch mit dem, wie sich Politik zelebriert und was Presse daraus macht im Zuge dieser immer schrecklicher werdenden, verzerrenden, lauten Schlagzeilen, von denen Sie auch gesprochen haben. Ist ja auch in Berlin jetzt völlig anders, die Presse, als in Bonn war. Ist schon so. Ja, ein bisschen größer, ein bisschen hauptstädtischer, ein bisschen nicht mehr so gemütlich. Ja, das ist schon was dran. Aber es ist nicht nur die Frage der Gemütlichkeit, sondern es sind viel mehr. Der Konkurrenzdruck ist unglaublich groß. Und Sie merken das ganz genau. Natürlich gibt es tolle Journalistinnen und Journalisten, die wirklich auch berichten und trennen, was sie jetzt dazu meinen von dem, was sie berichten. Aber der Druck hin zur schnellen Schlagzeile und zur immer giftigeren, zur immer lauteren Schlagzeile, der setzt sich doch sehr stark durch. Wobei man vorsichtig sein sollte und jetzt nicht sozusagen in dem vorliegenden Fall die Schuld bei Journalisten suchen. Gar nicht, ne? Weil das ist ja nun, wie ich also auch gerade meinte, das gibt ja auch den Stoff zum Nachdenken. Politik zelebriert sich ja auch. Also es ist ja immer ein Wechselspiel und manche sind darin ganz besonders gut. Ist schon sehr schwierig, sehr schwierig. Wie haben Sie es erfahren? Ich habe es im Taxi auf der Herfahrt, weil ich, als ich heute Morgen beim Laufen Nachrichten gesehen das letzte Mal, da war es noch nicht. Und so ein Taxi war natürlich, ich kannte ihn ja auch persönlich. Und dann ist das ja immer noch mal ganz was anderes, wenn man jemanden wirklich selber kennt. Woher kann sie ihn? Er hatte einen Diskussionskreis in Münster, zu dem er immer Leute einlud. Das war also jetzt ohne Medien alles, war einfach eine schöne Talkrunde. Und da hat er mich eingeladen und das war toll. Das waren einfach interessante Gespräche, die man da hat führen können. Wann haben Sie zuletzt Kontakt gehabt mit ihm? Jetzt noch in seiner Zeit in den letzten Plenarsitzungen im Bundestag? Eigentlich überhaupt nicht. Wissen Sie, er gehörte nicht zu dem Kreis der FDP, mit dem ich nähere Kontakte hatte. Und ich komme natürlich nicht aus Nordrhein-Westfalen. Also er kennt ihn bestimmt besser als ich. Ja, aber da sind bestimmt auch andere Menschen außerhalb aus Nordrhein-Westfalen eingeladen worden in diesen Diskussionskreis nach Münster. Ja, aber auch Gorbatschow. Ja, zum Beispiel große Politiker. Er war stark in Bedrängnis. Es gab die Aufhebung der Immunität. Haben Sie das gewusst, dass jetzt auch diese Ermittlungen da unmittelbar bevorstehen, dass die Hausdurchsuchungen unmittelbar bevorstehen, dass die Firmendurchsuchungen unmittelbar bevorstehen? Oder entzieht sich das eigentlich der Kenntnis anderer Mitglieder des Deutschen Bundestages?
Ja gut, man hat gewusst, dass es kommt. Aber das ist ja nun auch eine Frage, wie detailliert man manches wusste, das wissen dann nur die, die unmittelbar damit befasst sind. Aber es gab manches, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Weise spekulieren will. Manches an seinen Verhaltensweisen und klar. Es ist ja sicherlich auch nicht der Moment, wo man da den Fall nochmal aufrollt. Ich glaube, das ist am Tag einer solchen Nachricht nicht angemessen.